Hallihallo, Leute, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Deponia. Und zwar Goodbye Deponia. Ja, wir sind dem ersten Chaos, was wir natürlich jedes Mal am Anfang. Eigentlich stichen wir grundsätzlich Chaos in Deponia. Ja, ich glaube, es gibt keine Minute, wo wir da kein Chaos stiften. Sind wir hier angekommen in einem Hotel und hier unten gibt es eine Toilette. Ich habe schon schlimmere Scheißhäuser gesehen. Die werden wir natürlich als allererstes mal aufsuchen gehen. Aber vorher will ich mal ganz kurz eben ein bisschen den allgemeinen Sound runterdrehen. Ich hab schon. Das kam mir jetzt gerade doch irgendwie noch ein bisschen laut vor alles. Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetz mich nicht! Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhoe. Temporaldiarrhoe? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch. Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der, der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, das wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja, es war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Ach komm schon, du kannst doch nicht ewig da drin hocken bleiben. Und ob ich das kann? Hallo, ich habe Boxmischer. Eine Zeitmaschine. Okay, wo kommen wir denn hier hin? Was geht denn hier ab? Hum, hum, kumbaya. Okay. Hallo, ihr freundlichen Kapuzenmänner, die einer sicherlich völlig gewaltfreien Organisation angehören. Steht ihr hier für die Waschmaschine an? Hum, hum, kumbaya. Psst, ihr könnt mich doch sicher vorlassen, oder? Benehmt euch einmal unheimlich für... Klar, kein Problem, Kumpel. Hum, hum, kumbaya. Cool, dann kann ich ja sicherlich kurz mal eben... Hum, hum, kumbanein. Verdammt. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. So, Bootsos Anzug haben wir schon mal. Offenes Feuer im Waschsalon ist jetzt aber keine gute Idee. Man kann schnell mal das halbe Dorf abbrennen. Und dann zeigen wieder alle auf dich und nehmen dir den Flammenwerfer weg. Und feuern die freundliche Kindergärtnerin wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Kleiner Bügel können wir auch noch entnehmen. Jawohl, sehr schön. Okay, haben wir schon mal zwei Sachen. Oh Gott, viele Türen. Zimmertür, Schrank. Zimmertür. Gehen wir einfach mal durch hier. Immer langsam. Ich höre was. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türen und er wird tragen das Zeichen der Bestie. Die Stimme kenne ich doch. Das ist doch... Und ein dumpfes Klopfen wird seiner Ankunft vorausgehen und er wird sagen... Aua! Das gibt ein Horn. Hey, ehm mich nicht nach, du! Moment mal! Ach nein, Kieferkai. Du bist sehr beschäftigt. Nein! Du bist das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Bin ich nicht. Oh, du lügst. Was mich im Grunde als Wahrsager disqualifizieren würde, oder? Jetzt mal keine Spitzfindigkeiten hier. Ich glaube immer noch, dass du der Wahrsager bist. Ich werde oft verwechselt. Zum Beispiel mit Ansgar Fleischhut, dem berühmten Mützenmodell. Willst du mich veräpfeln? Wieso? Wir gehen zum selben Friseur. Komm schon, ich erkenne dich doch. Was hast du zu verbergen?
Nichts. Im Gegensatz zu Ansgar, diesem eitlen Fatzke. Hast du etwa vor, zu verreisen? Nur ein kleiner Angelausflug. Es sieht aber eher so aus, als hättest du alle Zelte abgebrochen. Ich gehe auf Großfischjagd. Und dann nimmst du deine ganze Wohnzimmereinrichtung mit? Mein Flatsitter hat Mumps. Du kennst nicht zufällig diese Typen aus dem Wäscheraum? Ich weiß nicht, von wem du redest. Ja, sie tragen Kerzen, singen Molltonleitern und sie tragen dieselbe Kutte wie du. Also um die würde ich mir keine Sorgen machen. Wahrscheinlich nur ein ganz harmloser Gesangsverein. Sie haben ein Pentagramm auf dem Boden gemalt. Ein Quintenzirkel? Keine Frage. Was soll dieser seltsame Aufzug? Bist du einer Sekte beigetreten? Das ist nur ein Bademantel aus dem Hotel. Und hat auch das Hotel den Schriftzug "Das Ende ist nah" eingenäht? Die meinen das Ende der Frühbucherperiode. Das Ende der Frühbucherperiode ist nah. Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub im Hotel Menitekel. Was sollte dieses Gemurmel eben? Führst du etwa Selbstgespräche? Ich weiß nicht, was du meinst. Es klang wie so eine Art obskure Weltuntergangspredigt, wie man sie von sinisteren Sektenführern erwarten würde. Ach so, ach das. Ich habe nur ein Lied für die Geburtstagsfeier meiner Nichte geprobt. Und der Zerstörer? Willkommen durch diese Türe? Bippo der Zerstörer, König der Komödianten, da, 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 da. Und er wird tragen das Zeichen des Tieres? Er trägt das Zeichen des Tieres, er macht den Elefanten, du, 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 du. Bippo, Bippo, hui, herzlichen Glückwunsch, Emil, ui. Emil Louis? Ein beliebter Mädchenname an der Schrapnellküste. Klar. Was auch nicht. Lass das Theater, ich hab dich durchschaut. Oh je, das war ja vorherzusehen. Du hattest natürlich recht, ich bin der Wahrsager. Aber ich benutze meine Fähigkeit nur noch ungern. Es läuft nur noch Mist in der Zukunft, was? Genau genommen läuft da gar nichts mehr. Die Welt wird untergehen. Ja, das war auch meine erste Reaktion. Die zweite war, alle meine Sachen zu packen und einfach abzuhauen. Aber das ist doch Quatsch. Ich weiß, man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Genau, man muss sich mit ihm abfinden. Was? Nein. Darum habe ich Gleichgesinnte um mich geschart, um mich mit ihnen zusammen auf das Unausweichliche vorzubereiten. Du hast eine Weltuntergangssekte gegründet. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt? Moin, kleiner Fuchs. Die Welt wird heute nicht untergehen. Stimmt, es passiert morgen, kurz vor den Spätnachrichten. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Stimmt ebenfalls. Unglücklicherweise kannst du es nicht. Das werden wir ja sehen. Falsch. Unsere Augäpfel werden längst verbrannt sein, wenn es soweit ist. Du weißt alles besser, was? Berufskrankheit. Ich werde deinem abergläubischen Fuzzi-Verein das Handwerk legen. Aber wir tun doch nichts Unrechtes. Aber nein, ihr wollt nur den Weltuntergang heraufbeschwören. Wollen wir nicht? Das Ende ist nicht mehr aufzuhalten. Alles, was uns bleibt, ist uns spirituell darauf vorzubereiten. Spirituell? Verstehe. Ihr lasst euch also volllaufen. So eine Art Abrissparty für den Planeten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Also nur Softdrinks. Dann gehe ich doch lieber zu den echten Satanisten. Die wissen wenigstens, wie man feiert. Deine Kumpels blockieren den ganzen Wäschereibetrieb. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. Ja, worauf warten die denn noch? Ich muss an die Waschmaschine. Nun, sie warten natürlich auf ihren Guru. Auf mich. Ja, und was treibst du da noch hier? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen.
Wie kommst du darauf, dass die Welt untergehen wird? Die Vorzeichen waren eindeutig. Gestern Nacht stand der Horizont in Flammen. Du meinst doch nicht etwa mein Barbecue, oder? Dann hat es Feuer vom Himmel geregnet. Okay, ich hätte doch nicht die preisgünstigen Briketts verwenden sollen. Und Frösche. Ich habe doch gesagt, dass die noch nicht ganz durch sind. Schließlich hat sich das Wasser des Ozeans in Blut verwandelt. Ich hab's ja verstanden. Meine kleine Grillparty ist etwas außer Kontrolle geraten. Na und? Das macht mich noch lange nicht zum Reiter der Apokalypse. Ja, und dass das so auf dem Flyer stand? Mein Gott, das hatte PR-Gründe. Kann ich deine Kutte haben? Nein, aber wenn du an unserem Ritual teilnimmst, bekommst du deine eigene. Spinnst du? Ich werde garantiert nicht an deinem gruseligen Weltuntergangsgehopse teilnehmen. Es ist ein Selbstreinigungsritual. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Was denn für Sünden? Ich bin dabei, die Welt zu retten. Genau genommen bin ich so etwas wie ein Heiliger. Und gewaschen habe ich mich diese Woche auch schon. Ich habe es anders gesehen. So, ich werde mal ganz kurz eben nebenbei hier was umstellen, weil ich gerade sehe, dass die ganze Zeit die Streaming-Qualität ein bisschen einbricht. Ich werde mal die Codierung auf 6000 runterstellen. Und hoffe, dass das jetzt einigermaßen on the fly jetzt runtergegangen ist und stabil weiterläuft. Ich werde es jetzt mal einfach im Auge behalten. Ja, komm schon, gib mir die Kutte her. Ach, komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt. Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es an... Was treibst du da eigentlich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Verstehe, das kann eine Weile dauern. Verstehe. Das kann eine Weile wahrscheinlich. Dauern. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Gut, dann gucken wir doch jetzt mal, was wir hier noch an Gegenständen haben. Die Kapuze. Ich erblicke darin eine Einladung zu einem famosen Streich. Ich lach mich jetzt schon kaputt. Können wir das Tarantelgas mitnehmen? Mr. Toffee. Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Hey, lass Mr. Toffee in Ruhe. Das ist wie einem Kind den Lolli wegzunehmen, nur mit weniger Karies. Okay, hier kommen wir jetzt erstmal noch nicht weiter. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal die weiteren Räume durch. Und hoffen, dass wir was Schönes finden, zum Beispiel in diesem Schrank. Ein Kopfkissenbezug. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Ich behalte die Sachen lieber. Da ist eh viel mehr Platz. Okay. Hier ist niemand. Na prima. Dann kann ich ja reinkommen. Was? Nein, stopp! Zu spät! Der Klopfcode aus dem zweiten Teil. Hallo? Du da, unter dem Laken. Hier ist niemand unter dem Laken. Sei nicht albern. Ich sehe dich doch. Du siehst Gespenster. Kann nicht sein. Ich glaube nicht an Gespenster. Vor allem nicht an diese gruselige Sorte, die sich in dunklen Hotelzimmern rumtreibt. Und die auf ewig in der Zwischenwelt gefangen ist, bis ihre arme Seele endlich Erlösung gefunden hat. Ich bin kein Gespenst. Und eine Erlösung wäre es, wenn du endlich verschwinden könntest. Nicht so hurtig. Wenn du also kein Gespenst bist, was treibst du denn hier ganz alleine? Im Dunkeln, direkt neben diesem Guckloch zum Nebenzimmer. Ich bin ein Gespenst. Verzieh dich, sonst bekommst du meine übernatürlichen Gespensterkräfte zu spüren. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Ich bin der Zimmerservice. Sehr gut. Dann räum bitte das Geschirr weg, das ich neben die Tür gestellt habe. Ja, aber hier liegt kein Geschirr neben der... Oh, Moment, da war doch welches.
Okay, können wir hier noch irgendwas mopsen? Vielleicht können wir rausgucken. Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde! Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Au! Scherbe. Ah, noch eine Scherbe. Und? Aha! Das hier ist keine Scherbe. Es ist ein Messer. Autsch. Ein Fischmesser, okay. Hey, bleib! Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja. Bevor ich dich... Oh je. Wozu braucht ein Gespenst denn den Zimmerservice? Um das Laken zu wechseln? Finger weg von meinem Laken! Schon klar. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm es ist, wenn sie den Saum so tief unter die Matratze stopfen. Ein Freund von mir ist mal in meine Laminiermaschine geraten. Er hat noch die ganze Nacht lang geheult. Zum Glück ist mir am Morgen wieder eingefallen, wie man die Kiste ausstellt. Aha, aber wie gesagt, es geht hier nicht um das Laken. Es soll lediglich das Geschirr weggeräumt werden. Und wozu brauchst du das Geschirr? Für einen Mitternachtsimbiss. Ach ja, logisch. Darf ich mal das Licht anmachen? Hier gibt es kein Licht, nur Dunkelheit und Scham. Scham? Ja, na klar, wenn ich da bin. Scham. Ja, Scham. Ich bin sehr charmant. Nein, Scham. Herrgott, du wirst doch wohl Scham kennen. Ja. Ach so, Scham, natürlich. Diese kleinen, schamförmigen Dinger. Scham, ja, klar. Nettes Laken. Finger weg von meinem Laken. Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist, ja. Ich glaube nicht, dass du ein Gespenst bist. Und wie, wenn ich fragen darf, kommst du zu dieser Erkenntnis? Ganz einfach. Gespenster erscheinen nur denjenigen, die sich etwas vorzuwerfen haben. Sie sind so eine Art... Stoff gewordenes schlechtes Gewissen. Aha, schlechtes Gewissen. Ich? Du hast Ideen. Wenn ich dir doch sage. Ich aber habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Ach komm, jeder hat doch irgendwelche Laster. Ich habe kein Laster. Kein einziges. Warum würde mich Goal wohl sonst mit nach Elysium nehmen? In der kurzen Zeit, die wir uns kennen, habe ich sie bereits zweimal aus fahrenden Organon-Kreuzern geworfen. Ihr Espresso aus Batteriesäure eingeflößt, ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Und heute Morgen habe ich versehentlich die Babyschildkröte, die sie gesund pflegen wollte, mit Schnellzement ausgegossen. Aber sie hat mir alles verziehen. Mein Gewissen ist rein. Hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht darauf ankommt, ob diese Goldie verzeiht, sondern du dir selbst? Boah, aber das wäre doch voll... egoistisch. Finde ich nicht. Schön. Ich verzeihe mir. So. Und nun? Was? Und nun? Ja, du bist ja immer noch da. Also wenn du wirklich eine Manifestation meines schlechten Gewissens wärst, müsstest du dich da nicht irgendwie jetzt aufgelöst haben oder so? Hm. Vielleicht muss ich mir auch selbst verzeihen. Natürlich. Genau wie in mein Freund der Geisterastronaut. Na los, hopp. Da verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte. Was ist denn dein Laster? Ist das nicht offensichtlich? Du bist Bettnässer. Quatsch. Guck doch mal, wo ich hier stehe. In einem dunklen Hotelzimmer. Neben? Einem Loch in der Wand. Und was sagt dir das? Ah, ich hab's. Du bohrst gerne Löcher. Nein! Hä? Aber Moment, du meinst doch nicht etwa... Doch, ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Na los, hopp, da verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so ein... Ich schäme... Und wie willst du da... Ich dachte... Oh Mann. Welches... Lass da... Oh, sehr gerne. Also ich bleib. Ja. Lass da. Oh, sehr. Nettes Laken. Finger weg von. Brauchst du so la. Ich wollte. Ein Glück. Wie mein? Schon besser. Okay, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Wie erwartet. Witzigerweise ist da hier die Abstellkammer zwischen. Können wir irgendwo duschen gehen? Sag mal. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine. Keinem von uns. Okay, dann nehmen wir mal die nächste Tür hier. Warte mal, hier geht's raus.
unten runter wahrscheinlich. Abgeschlossen. Oso? Keine Antwort. Okay. Abgeschlossen. Oso? Keine Antwort. Aber da ist doch jemand drin. Ich höre Stimmen. Oso? Keine Antwort. Das sieht mir nach dem ersten Mini-Rätsel aus hier. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Pastetenautomat? Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Ich wusste es. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische... Aua! Ich konnte es mir einfach nicht... Seitlicher Knopf, Hebel. Ah, der schaltet, glaube ich, um. Dafür müssen sie alle auf blau stellen. Okay, Sekunde mal. Diagonale. Nein! Zurück! Zurück, 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 zurück! Wieso? Ach, kacke, die Mitte wieder. Ah. Die roten Module stehen auf Reizen. Das ist aber auch so eine Energieverschwendung. Mal gucken, ob ich die abstellen kann. Tja. Geschafft, Rufus. 1, Entropie 0. Geschafft. Und das ohne nachzugucken. Na, immerhin. Vielleicht geht jetzt hier eine Tür auf, nachdem wir die Heizung abgestellt haben. Doc? Keine Antwort. Okay, der steht hier immer noch rum. Der chillt auch noch. Gehen wir nochmal raus hier und schauen nochmal ganz kurz unten, wo wir da jetzt noch hinkommen hier. Okay. Was denken die sich bloß dabei, eine Tonne für Fischabfälle direkt unterhalb der Gästezimmer aufzustellen? Hier hat es doch ein für die Müllentsorgung perfekt geeignetes Geländer. In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden.
Pelikan. Das ist nicht mal verrückt. Das ist maximal milde merkwürdig. Maximal milde merkwürdig. So kann man es nennen. Das Letzte, was hier fehlt, sind Tischmanieren. Vielleicht können wir hier ein bisschen was machen. Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Das eignet sich... Ich wusste es doch. Zahnpasta ist nutzlos. Ja, sehe ich auch so. Wir können gerade mal eben schnell das erste Mal speichern hier. Einfach nur, damit wir es nicht vergessen. Und wir gehen mal wieder nach oben und nach draußen. So, das ist hier gewesen. Hier waren wir noch nicht. Da geht's zur Kreuzertrasse. Dann gehen wir nochmal hier in das letzte Ding. Das wird wahrscheinlich eine Bar sein oder sowas. Vermute ich jetzt gerade mal. Oder ein Foyer. Eine Klingel. Da drücken wir mal drauf. Was? Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Menetekel. Wollen Sie ein Zimmer mieten? Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, die haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürften sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Nicht, dass hallo, The Core. Dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Menetekel. Danke, mein Bester. Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja, außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Menetekel. Seltsamer Name für ein Hotel. Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar. Im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Oh, prima. Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Erzappt. Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. So weit kommt's noch. Hallo. Ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Seltsamer Ort für ein Hotel, direkt unter der Organon-Kreuzertrasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, die. Gut. Tun Sie das? Und bevor Sie fragen, es erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut und, sehen uns dann morgen in der nächsten Folge, ach Quatsch, morgen in der nächsten Folge von Goodbye Deponia wieder. Bis dahin, alles Gute, danke schön fürs Zuschauen und tschüss!